Sie haben sozusagen zwei verschiedene Paradigmen, die Sie jetzt unter einen Hut bringen müssen. Auf der einen Seite haben Sie eine Relationenalgebra, also das heißt, dass sich irgendwelche Tupel, die in Tabellen gespeichert werden, und die ein Datenbankmanagement-Typsystem haben. Also das ist relationale Datenbank inklusive der mathematischen Theorie dahinter. Und auf der anderen Seite haben Sie die Objektorientierung mit Objekten, Klassen, Vererbung und so weiter. Und die beiden Konzepte passen nicht so 100% zusammen. Also eine relationale Datenbank hat beispielsweise keine Vererbung drin. Also erst mit neueren objektrelationalen Ergänzungen finden Sie so seit 99, 2000 ungefähr entsprechende Ergänzungen. Allerdings werden wir uns hier auf SQL 92 zurückziehen, weil das sozusagen der Standard ist, den alle Datenbanksysteme eigentlich können. Und diese beiden Denkgebäude müssen wir jetzt unter einen Hut kriegen und dabei wird uns JPA helfen, beziehungsweise die Implementierung von JPA Hibernate. Also die macht das alles, was wir hier gerade besprechen. Also, ich habe in meinem Hauptspeicher einen String unbegrenzter Länge. Das ist in meiner Objektorientierung möglich. Der String kann beliebig lang sein in Java und ich habe in der relationalen Datenbank, sonst könnte man das nicht effizient bauen, ein Varchar oder ein Char und da muss ich die Länge festlegen. Das heißt, irgendwann ist Schluss, meistens so bei 255 Zeichen. Mehr brauchen Sie häufig auch nicht, weil in der Datenbank sind ja eigentlich meistens die Inhalte von irgendwelchen GUI-Masken dargestellt und auch da haben Sie keine GUI-Maske, wo Sie beliebig lange Strings eintippen wollen. Und auch schon vielleicht auch gar nicht können, weil das GUI-Framework das nicht hergibt. Ich habe diverseste Datumsdarstellungen, die ich matchen muss. Also ich habe den Datentyp in der Datenbank, Date oder Timestamp. Und im Hauptspeicher habe ich diesen Wirrwarr, den die Java-Leute da hinterlassen haben, also Java Util Date, Java SQL Date, das sind so die alten Typen, Yoda Time, also Zwischenlösung bis Java 7, dann seit Java 8 einen ähnlichen Datentyp wie bin Yoda Time und gesagt, all das muss ich übereinander kriegen. Ich habe Zahlendarstellungen, Flow Double und so weiter, die ich matchen muss. Ich muss Java-Datentypen wie List oder Map abbilden, da gibt es in der relationalen Datenbank eigentlich nichts Vergleichbares. Also man könnte überlegen, ob man das als String speichert beispielsweise oder sich da irgendwas Intelligenteres einfallen lässt. Also da ist ein Mapping eigentlich nicht definiert. Das müssen wir leisten. Jetzt kann ich mir überlegen, wie bilde ich jetzt Strukturen ab? Das ist relativ naheliegend. Also in der ersten Näherung sagen Sie, ich nehme eine Klasse und zu der Klasse gibt es eine Tabelle. Das machen wir auch gleich direkt im Source Code. Oder ich kann auch sagen, naja, ich habe sowas wie die Objektidentität im Hauptspeicher. Das ist das, was in der Equals-Methode drin steht. Ne? Also das sind nicht alle Attribute, sondern meistens haben Sie ja in jeder Java-Klasse oder in jeder Entität irgendein Attribut, was das Ding kennzeichnet. Das Ding machen Sie ja in der relationalen Datenbank zum Primärschlüssel. Es können ein oder mehrere Attribute sein. Und in der Objektorientierung haben Sie sowas, nämlich auch da so ein, zwei Attribute, die das Ding kennzeichnen und die fachliche Identität ausmachen. Sowas wie ein Konto, eine Kontonummer oder Personalausweis, Personalausweisnummer oder Versicherungsvertrag, Vertragsnummer. Also da haben Sie auch solche quasi Primärschlüssel auch in objektorientierten Programmen. Und genau diese Dinger programmieren Sie ja in die Equals-Methode in Java rein. Aber wie gesagt, die beiden Sachen muss man übereinander kriegen. Ich kann ungefähr sagen, naja, so ein Objekt ist ungefähr eine Zeile, das in erster Näherung zumindest, es gibt natürlich Sonderfälle und Vererbung kann ich gar nicht abbilden bisher. Also da muss ich mir wirklich was überlegen. Das haben Sie aber bei Herrn Höfig schon besprochen, wie das geht. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten für jede abgeleitete Klasse eine Tabelle. Also da kann man sozusagen verschiedenste Strategien wählen, abhängig von dem Zugriffsmuster. Aber das haben Sie ja besprochen. Und ich habe, auch das haben Sie schon besprochen, so wie kann ich eine Assoziation, eine Aggregation, Komposition abbilden. Ne? Also was passiert, wenn ein Auto vier Räder hat und ich die vier Räder mit löschen muss aus der Datenbank, wie bilde ich das ab? All das gucken wir uns aber gleich auch nochmal mit JPA an. Insofern müssen wir das jetzt hier auch nicht theoretisch besprechen. Also Sie sehen, da ist also ein umfangreiches Abbildungsproblem zu lösen. Und dafür, das können wir, darum können wir uns natürlich selber kümmern und das mit Java und JDBC programmieren. Das habe ich auch ein paar Mal in meiner beruflichen Karriere gemacht. Also als es solche Sachen wie Hibernate noch nicht gab oder die nicht reif genug waren oder zu teuer waren. Damals hat das noch viel Geld gekostet. Zum Beispiel Toplink war sehr teuer. Das ist jetzt sozusagen, wahrscheinlich ist Eclipse Link so ein bisschen der Rest davon.
Aber wie gesagt, das lassen wir jetzt eigentlich durch Frameworks erledigen, was Sie da sehen. Und zwar in jeder Programmiersprache, die es gibt. Also auch Entity Framework in C-Sharp oder Doctrine in PHP. Okay, so und jetzt schauen wir uns mal an, wie das in Java ist. Dazu blättern wir mal kurz vor. So, also um die Probleme zu lösen, hat Java schon vor vielen Jahren das Java Persistence API eingeführt. Und das liefert mir diese Übersetzung mit zwischen der Datenbankwelt in Relationen und der Objektwelt mit Objekten und Klassen und so weiter. Hier ein schönes Zitat von Martin Fowler. In many ways this approach, also das OR-Mapping, treats the relational database like a crazy aunt who's shut up in the in an attic and whom nobody wants to talk about. Also ihre relationale Datenbank ist die durchgeknallte alte Tante, die sie auf dem Dachboden weggesperrt haben. Und in gewisser Weise wollen sie das tatsächlich so haben. Warum wollen wir das? Wir wollen nicht, dass das SQL, wie das in JDBC der Fall wäre, sich über den gesamten Source Code erstreckt. Das wollen sie konzentrieren an einer Stelle. Und sie wollen auch nicht, dass jeder Entwickler sich mit SQL herumärgern muss, weil wenn sie das machen und verstreuen, können sie es nie wieder ändern. Sie haben also keine Chance, das Datenbankschema jemals wieder anzupassen, wenn sie das SQL über den gesamten Quelltext verstreut haben, weil sie müssten ja alle Stellen wieder anfassen und gucken, wo das ist. Und wir reden ja über Systeme, die man baut, die 10, 100 oder 1 Million Zeilen Code haben. Also wo sie eben nicht mal eben schnell drüber ändern können und wo auch das Refactoring von vielen Tools versagt, weil einfach die Codemenge zu groß ist. Also ab 1 Million Zeilen tun sich die allermeisten Tools, die es so gibt, einfach wahnsinnig schwer oder stürzen gleich ganz ab. Auch JDBC wollen sie nicht im ganzen Quelltext verstreuen. Auch da wollen sie nicht, dass sich jeder Entwickler damit auskennen muss, sondern das soll an wenigen Stellen oder an einer Stelle konzentriert sein. Einfach um das Wissen an einer Stelle zu konzentrieren. Und was sie auch wollen, ist nicht. Sie müssen schon sich mit relationalen Datenbanken genau auskennen, um zu wissen, was man da genau macht. Denn also wenn Sie es falsch programmieren, dann haben Sie sehr, sehr langsamen Datenbankzugriff. Also eine der ersten Optimierungsregeln, wenn ein System langsam ist, ist tatsächlich, Sie schauen sich das SQL an, was das System gegen die Datenbank schickt. Wenn Sie da optimieren wollen, ist es günstig, wenn Sie eine Stelle haben, an der Sie es tun können. Wie gesagt, und was wir wollen, ist eigentlich, dass ihr unsere Programmierer mit Objekten des Anwendungskerns arbeiten können. Also Kunde, Konto, Vertrag, wie schon mehrfach erwähnt. Also dieser ganze objektorientierte Entity- und Verwalter-Anwendungskern. Und sie wollen mit SQL eigentlich gar nichts zu tun haben. Sie können das natürlich auf verschiedene Arten designen. Da habe ich ein paar Folien gelöscht. Wir machen im Grunde das Domain Model, also ausprogrammiertes Datenmodell. Das nennt sich beim Fowler Domain Model. Wichtiger Punkt an der Stelle ist nochmal, machen Sie Ihren Anwendungskern nicht zu objektorientiert, weil das kriegt Ihre relationale Datenbank nicht hin. Beispiel, lassen Sie es, das Composite-Muster zu verwenden oder große Vererbungshierarchien einzubauen, weil mit solchen großen Vererbungshierarchien, mit Polymorphie und solchen Dingen kommt Ihre relationale Datenbank gar nicht klar. Und das Schlimme ist, wenn Sie so eine Datenbankzugriffsschicht wie Hibernate oder JPA verwenden, merken Sie das nicht. Das heißt, Ihre Anwendung macht ein Datenbankmassaker, ohne dass Sie es sehen. Vielleicht können Sie, wenn Sie mal wieder mit dem Herrn Tilly zu tun haben, fragen Sie den mal nach dem Chaos-Projekt. Da haben wir, also in dem Projekt waren wir beide mal drin. Die haben es geschafft, Dialoge zu bauen mit Antwortzeiten von 10 Minuten. Weil das Problem war, dass das objektorientierte Modell im Anwendungskern zu komplex war. Aber dazu später. So, also was wollen wir? Wir wollen sozusagen ein höherwertiges API haben und was wir dazu brauchen, ist ein Persistenz-Framework, wie schon mehrfach erwähnt. Standard ist in Java JPA. Sie finden das in dem Paket Java Persistence. Es gibt eine Referenzimplementierung, Eclipse Link. Ich vermute, das war früher mal das Top-Link, das zu Oracle gehört hat. Das war sehr, sehr teuer. Also wir hätten es gerne in ein paar Projekten eingesetzt, konnten uns aber nicht leisten. Und inzwischen ist das alles Open Source. Auch weil Hibernate im Grunde so Open Source war und schon sehr früh sehr gut war. Wir hatten also Konkurrenzprodukte kaum eine Chance. Und in dem Zeug, was wir jetzt machen, ist auch Hibernate als Implementierung drin. Okay, was wollen wir? Und das ist die letzte Grafikfolie, die wir haben. Jetzt Rest mache ich dann im Source Code. Sie haben eine Applikation,
Da sind Ihre Objekte drin, Sie haben eine relationale Datenbank, da sind Ihre Tabellen drin, jetzt muss das beides übereinander. Und dazu brauchen Sie eine Datenbankzugriffsschicht. Hibernate und das Interface hier, also der Fall hier ist JPA oder Eclipse Link und sowas. Und also das ist ein Stück Software, ein recht großes, komplexes Stück Software inzwischen, was Ihnen diese Abbildung erledigt und alle Zugriffe macht, Anlegen ändern, löschen, suchen und so weiter. Und was Sie jetzt nur noch leisten müssen, ist hier, Sie müssen dem Ding verklickern, naja, also in welche Tabelle soll denn das Objekt rein oder wenn ich eine Vererbungsbeziehung habe, wie soll die denn abgebildet sein? Oder wie machen Sie 1:N-Beziehungen und solche Sachen? Und dazu spendieren Sie dieser Datenbankzugriffsschicht eine Abbildungsvorschrift und bringen da die Klassenstruktur, die Sie haben, und das Datenbankschema irgendwie übereinander. Und Sie können natürlich da jetzt verschiedenste Ansätze fahren. Sie können sagen, naja, ich mache die Abbildungsvorschrift nicht, sondern was ich tue ist, liebe Zugriffsschicht, nehme die Klassenstruktur und erzeuge das Datenbankschema automatisch. Also in diese Richtung könnten Sie vorgehen. Das werden wir machen. Also wir machen an die Klassen so ein paar Annotationen dran, kennen Sie vielleicht schon aus Datenbanken 1 und dann erzeugt ihr das Datenbankschema automatisch. Alternativ könnte man das Datenbankschema vorgehen und irgendwie per Abbildungsvorschrift die Klassenstruktur darstellen. Oder Sie machen die Abbildungsvorschrift und erzeugen daraus sowohl Klassenstruktur als auch Datenbankschema. Also Sie müssen irgendwas zum Master erklären, Klassenstruktur, Datenbankschema oder die Abbildungsvorschrift und aus dem zum Master erklärten Teil generieren Sie den Rest. Soweit ich das sehe, ist eigentlich der Klassiker, dass Sie mit der Klassenstruktur anfangen, weil die allermeisten inzwischen vom objektorientierten Design herkommen und nicht aus einer klassischen Datenbank-Administrator-Ausbildung oder sowas. Und das Datenbankschema würden Sie vielleicht vorgeben, wenn Sie wirklich extreme Performance-Anforderungen haben und das Datenbankschema bereits irgendwie an die klassischen Zugriffsmuster angepasst, getuned ist und so weiter. Okay, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal live an in Hibernate und das mache ich dann im nächsten Video. Vielen Dank bis hierher.